Heute ist einmal Konditionstraining angesagt. Und zwar sollen die Partner sich gegenseitig fordern und zu Höchstleistungen antreiben. Material brauchen wir wenig, nur Gymnastikmatten und viel Platz. Die Auswahl der Übungen ist hier nur exemplarisch und sie sollte altersgemäß getroffen werden. Das Grundprinzip ist immer gleich. Partner A erledigt eine vorgegebene Aufgabe. In diesem Fall müssen es 4 gelaufene Turnsaalbreiten sein. Während der Laufzeit von Partner A versucht Partner B eine zweite gymnastische Übung so oft wie möglich zu absolvieren. Partner B sollte seine Wiederholungen zählen, denn anschließend werden die Rollen getauscht. Nun kann Partner A die vom B vorgegebene Wiederholungszahl zu übertreffen versuchen, während Partner B seine Laufzeit möglichst kurz zu halten versucht, indem er schnell läuft. Oder, wie gerade zu sehen, auf einem Bein springt. Denn die Fortbewegungsarten sind auch frei wählbar. Hier haben wir zuerst den Lauf, dann den Vierfüßlerlauf und schließlich das einbeinige Springen gewählt. Als gymnastische Übungen haben wir zunächst beidbeinige Sprünge über die Gymnastikmatte, dann den sogenannten Käfer, die Bauchmuskelübung in der Rückenlage und schließlich Knieliegestütz gewählt.